Hallo zusammen. Mir tut es weh, dass ich einen Weggefährten meiner Jugend verloren habe. Wo ich selbst noch in der D-Jugend Fußball spielte, waren wir, ob Bayern-Fan oder nicht, ein Beckenbauer-Fan. Ich war damals auch ein Bayern-Fan, mein Bruder ein Borussia Mönchengladbach-Fan. Für uns war jede Aussage von Beckenbauer ein Bekenntnis. Heute weiß ich, dass Pelé in den 50er Jahren und 60er Jahren das Fußball von heute spielte. Und Beckenbauer hat in den 70er Jahren die Grundlagen auch erst geschaffen, was wir heute sehen. Und er revolutionierte auch noch das Fußball im Zeitraum, wo er Trainer war. Er hat seine eigene Erfindung zum Beispiel abgeschafft, den Libero. Er hat viel, sehr viel für den modernen Fußball getan. Er hat als Spieler und später vor allem als Trainer oder Teamchef. Der Stilist wurde zum Kaiser. Der arme Junge wurde zum Volkskaiser, auch wenn wir nicht immer seiner Meinung waren. Wir huldigten ihm. Er ist der größte deutsche Spieler. Er ist einer der größten Fußballspieler aller Zeiten auf unserer Erde. Pelé, Cruyff und Beckenbauer waren unsere Spieler. Alle drei bekämpften Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und vor allem wollten sie nur Fußball für die Menschen spielen. Unser Volkskaiser war mächtiger als die tatsächlichen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation oder des Deutschen Reiches oder der Habsburger. Und ganz zu schweigen von den Königen, Zaren oder Sultanen. Er war in unserem Herzen und wir folgten ihm. Er hat uns immer ein Fußballmärchen bereitet. 2006 das größte in Deutschland. Schade, dass es welche gab, die ohne Beweise das kaputt machen wollten. Lieber Franz Beckenbauer, ich danke dir für die schönen, wenn gewonnen, traurigen, wenn verloren, emotionalen Momente in meinem Leben.